Moinsen, Servus. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Risen. Sorry nochmal für den Abgang von letzter Folge. Da muss ich nochmal mich entschuldigen, weil... Einmal war das, als ich hier runtergefailt bin. Da bin ich gestorben. Lol, ja. Fast wieder. Ich denke, Levitation ist auch immer gut hier. Und auf der anderen Seite, da habe ich auch noch einen Anruf bekommen während der Aufnahme und ja, und bla bla. Das war alles nicht ganz so 100% einfach. Ah, okay, gut. Jetzt sind wir also hier, okay. Und ja, deswegen habe ich mich gestern auch nicht richtig verabschieden können. So, hier Skelett. Skelett. Lol, erstmal gegen Stein klopfen. Das finde ich auch geil im Spiel, dass wenn du gegen Objekte stößt, dass die dann so abprallen. Das ist wenigstens ein bisschen realistic, keine Ahnung. Hier waren die Echsenkrieges, oder? Wenn ich hier ein Hellbild drücke, was passiert? Dann ist der Mechanismus da deaktiviert, oder? Also nicht der auf jeden Fall. Und was passiert, wenn ich das jetzt mache? Nochmal. Ich bin stupid. Also hier auf jeden Fall ist nichts passiert. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Ich glaube, wir müssen nochmal runter. Und nochmal. Da, wo die Falltür war, glaube ich. Ah, i. Geschafft. Okay. Schwere Heilung, Aschebestie, where you at? Okay, hier kann man nicht. Sehr ärgerlich. Stimmt, I remember. Gebe da Loot. So. So, probieren wir es nochmal hier unten. Ja, jetzt mach schon. Das ist alles ein bisschen nervig. Sind wir hier einmal rumgelatscht, glaube ich. Hier war ich auch, glaube ich. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß, dass da hinten ein paar Brontox waren. Rischisch. Naja, hier. Ja, da kommen sie jetzt. So, soll ich mir mal Fred gönnen? Komm, wir gönnen uns mal Fred. Der kann immer ganz gut unterstützen. Fred ist best. Fred ist live. Fred ist Waifu und Fred ist Laifu. Okay, was haben wir hier? Hier ist so eine Kartensäule. Hier gibt es eine Karte der gesamten Anlage. Warum höre ich hier was? Ah, hier ist so ein Viech. Alles gut, Fred. Ich habe die Lage perfekt unter Kontrolle. Und dann gucken wir mal gleich, was wir hier aufmachen können. Können wir hier überhaupt was aufmachen? Das ist größer. Können wir uns hier durchhacken? Nein. Können wir uns hier durchhacken? Dieser Stein sieht brüchig aus. Interesting. Minecraft, let's go. Ist jetzt was aufgegangen hier? Wie geht das auf? Keiner weiß es. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich irgendwas damit... Oh, hier. Hier ist offen. Hier geht aber nicht auf. Oh shit. Antimagie-Kristalle.
Magie. Oh Gott, nein, Fred, nein! Das heißt aber, dass hier. Ich kann auch nicht rüber levitaten. Wie mache ich das auf? Magie wirkt hier nicht. Scheiße, Magie wirkt hier. Dafür hat man immer eine Armbrust. Immer. Steinplatte, aber die bringen mir doch gar nichts mehr, oder? Interessant. Kann man schlauer als 200 werden? Nee, man kann nicht mal schlauer als 200 werden. Das ist das Interessante hier. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Och Mann. Nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Er rechnet nicht. Und nochmal von vorne. Und er kann auch nicht richtig die Tastatur bedienen. Wer sagt's? So. Nope. Wie viel Money habe ich eigentlich inzwischen? 5000. Okay, wir haben ja auch gut was ausgegeben. Wir waren ja schon mal bei über 10.000 oder so. Aber wir haben immer gut investiert. Kennst du mal rüber? Das kannst du doch wohl, oder? Also, das ist, denke ich, unser Goal. Aber so komme ich jetzt auf die Schnelle nicht weiter. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal. Wo war das? Oh. Ah, interesting. Jetzt ist hier zu. Oder muss ich das hier benutzen? Da vorne konnte ich doch hin. Ursprünglich. Kenn ich schon. Ist das jetzt für immer zu? Oh, jetzt ist hier offen. Oh shit. Ein untotes Biest, ein Hell Knight aus Doom. Achtung. Heftig. Holy fuck. Holy shit, ey. Wie groß ist das hier? Die Minze, die muss mit. Ja, hier verschwindet gleich mein Licht, ne? Ja. Aber hier kann man irgendwie hingucken. Kann man die Winde abschießen? Nee, das reicht nicht. Das wäre fucking unlogisch, ne? Leck mich doch am Arsch. Als ob so ein Pfeil eine Winde bewegen könnte. Ja, genau. Du untoter Keck, du. Du fucking Keck. So. Ehre. Auch nicht. Aber da war auch eine Winde oder so, ne? Was bringt mir die? Vielleicht auf der anderen Seite. Ist jetzt hier das Tor offen ist? Da war ja auch so eins. Gut, nicht jedes von denen muss was bedeuten, ne? So. Aber viel getan hat sich hier nichts, oder? Ganz komisch. Wir gucken mal auf jeden Fall, was es so auf der anderen Seite gibt. Oh, das Licht nervt. Also mein Fenster. Zeit wieder Jalousie runterzuballern. Eine Sekunde. Ach, das sind so Standard-Problems. So.
So. Easy. Weiter geht's. Und noch ein Drink. Chuck Chuck with you. Vielleicht war das auch eine Winde. Keine Ahnung. Wir gucken mal jetzt, was hier passiert. Weil jetzt kann ich hier durch. Alter, wie schnell das geht. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Oh oh. Levitation time. Das ging ja flott. Und wofür ist der die Winde hier? No one knows. So, mal ausprobieren. Achtung! Es hat geklappt. Und hier liegt eine leichte Armbrust, ein Bolzen. Das war's. Aber was habe ich jetzt damit aufgemacht? Oh, hier, es geht um dieses Tor. Ah. Da müssen wir nochmal rüber. Nicht wahr? Jetzt können wir hier nämlich über die Brücke gehen. Keine Ahnung, was man hier überhaupt macht. Aber hier müssen wir auch hin, auf jeden Fall. Die Winde haben wir schon betätigt. Die Frage ist, was geht hier ab? Alter, ich weiß immer nicht, was ich hier mit mache. Ah, hier. Kann man hier irgendwas machen? Mhm. Gut, ich habe da hier aufgemacht. Rubin, geil. Aber what exactly? Wo kommt man hier überhaupt hin? Ah, noch eine. Winde. Das wird dann It's the final Winde. Hello, motherfucker. Now I got it. Na, finally, jetzt können wir hier durch. Hier, du untotes Büst. Nimm das. Gar nichts gerafft. Oh, ein Level Up. Das sind schon mal zweimal. Das gönnen wir uns dann alles bei. Entweder Vitus kannst du uns beibringen oder Carlos. Mal gucken, wer besser ist. Das Ding rafft überhaupt nichts, oder? Was? Das war kompletter Mana-Waste. Ich hab's irgendwie nicht getroffen. Alter, wie das gerade rumgebackt hat. Das ist ja lame. Ja, das ist sad. Ach du Scheiße. Wir haben ein weiteres Rüstungs- und die Titan-Armbrust. Holy. 2 von 5. Wir haben einen Schuh. Einen Titan-Stiefel. Geil. Und wir sind Poggers, wie geil. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Ach, lass mich raten, wo wir jetzt landen. Guess what? Ich wusste es. Ich habe mich die ganze Zeit nämlich gefragt, wo das herkommt, wo das hinführt. So. Dann mach mal hier, Indiana Jones.
Ups. Schnell weg hier. Ja, nice. Oh shit. Nicht hier rüber fahren, sondern fliegen. Anscheinend gibt es dafür auch schon eine Möglichkeit, dass wir das ausgeschaltet haben. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Keine Ahnung. Ehre. Sollen wir eigentlich zu Patty zurück oder ist die schon in der Hafenstadt? Wir können noch mal draußen gucken. Ansonsten direkt ab die Post Vulkanfestung. Yes, genau hier war das mit den ganzen Viechern. Aber da kann man nicht hinfliegen, weil Ehre. Ehrenhafte Antimagie-Kristalle. Yes. Und es ist dunkel draußen. Natürlich ist es dunkel draußen. Oh, Patty ist noch hier. Moin. Verdammt, da bist du ja endlich. Warum hat das denn so lange gedauert? Naja, jetzt bist du ja da. Und? Warst du erfolgreich? Na, ich habe gefunden, was wir gesucht haben. Ich habe gefunden, was ich hier an der Westküste gesucht habe. Wirklich? Was ist das denn? Ein Teil des Rüstzeugs eines mächtigen Kriegers. Aus längst vergangenen Tagen. Aha. Und was ist an dem alten Kram so wichtig? Es wird mir hoffentlich gegen das Übel helfen, das aus dem Vulkan auszubrechen versucht. Aber es ist ja nur ein Teil einer Rüstung. Wie willst du das Ding wieder ganz bekommen? Ich werde zu Eldrick, dem Druiden, gehen. Er hat mir schon mal geholfen, etwas zu reparieren. So, so. Eldrick. Na ja, du scheinst ja zu wissen, was du tust. Ich gehe da mal die Welt retten, bester Mann Tim Bensko hier. In Ordnung. Ich gehe dann mal die Welt retten. Das kannst du am besten. Und wenn du damit fertig bist, hauen wir hier ab, ja? Du meinst, ich soll dir helfen, den restlichen Kram deines Vaters zu finden? Vielleicht. Es würde sich für dich lohnen. Ja, da bin ich mir sicher. Ich muss erstmal das Debakel da unten im Vulkantempel überleben, dann können wir weiterreden. Ja, das will ich auch hoffen. Denn sonst, naja. Ja. Ach, nichts. Ui. Komm einfach wieder, okay? Ich muss jetzt gehen. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du... Viel Glück, mein Held. Wow, Alter, Digga. Waifu direkt gebucht. Was geht? Jetzt geh doch endlich und bring diesen verfluchten Vulkan zum Schweigen. Okay, mach ich. Kinda cute. So. Vulkanfestung. Wenn das nichts helfen, dann Hafenstadt. Denn Carlos, unser Ehrenmexikaner, der wird uns helfen. Ich hoffe, die sind nicht am Pennen oder stehen die alle immer noch in der Festung herum? Wie? Keine Ahnung. Bewachen halt die Dingens, ne? Ja, die stehen hier rum und tun gar nichts. So, Videos. Was kannst du mir beibringen? Er kann es mir nicht mehr beibringen. Okay, dann muss ich zu Carlos. Lass uns handeln. Da, nee. Fuck, er hat doch nichts. Du Schmock, ey, warum hast du nicht die Runen, die ich brauche? Ich brauche Tränke. Irgendwie nichts Besonderes. Bei dir so? Ich habe mit Carlos über Mendoza gesprochen. Ich habe mit Carlos über Mendoza gesprochen. Dann kennt er also seine Aufgabe und weiß jetzt, was zu tun ist. Sehr gut. Toll. So. Ich brauche Spruchrolle. Hast du noch was anderes? Er hat auch Runen. Sicker Dude. Aber er hat auch wieder nicht das, was ich brauche. Warum braucht man 6-mal Levitation? Hä? Generell, es gibt so viel von dem Zeug. Eins reicht, aber okay. Wenn du es an unterschiedlichen Stellen findest, ist es okay, weil... Kommt auf den Spieler drauf an, wie stupid er sich anstellt. Aber zumindest bei einer von der... wie soll ich sagen... Orten, Fraktionen, wie auch immer, wird er vielleicht dazu ja kommen, mal an eines dieser Runen zu diesem ganzen Spiel halt ranzukommen. Ne? Aber wenn einer 6 Stück hat, du brauchst ja nicht mehr als einer.
Was ist das denn? Schutz vor Feuer. Cool. Das ist ihre. Wir brauchen in die Hafenstadt. Ich will in die Hafenstadt. Ich will mein Wissen vergrößern. So. Du schaffst das schon. Ich will zu Commander Carlos. Der Commander Krieger, ey. Der ist am Pennen. Was ist so wichtig, dass du mich wächst? Stadt ist wieder sicher. Die Stadt ist wieder sicher. Sehr gut. Ach so. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Habe ich von dem die Quest bekommen mit den Speeren und so, okay. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Yes. Unterrichte mich im Stabkampf. Der Stab ist eine sehr elegante und schnelle Waffe. Dafür macht er nicht so viel Schaden wie eine Axt. Um das auszugleichen, verrate ich dir, wie man einen schweren Angriff ausführt. Dazu musst du deinen ganzen Körper mit Schwung in einen einzigen Schlag werfen. Dadurch erhöhen sich deine Reichweite und dein Schaden. Du kannst sogar einem Gegner die Parade wegschlagen. Aber halte genügend Abstand, wenn du das versuchst, sonst macht dein Gegner dich fertig. Stabkampf 9, Gibbon. Yes, deine Konterparaden richten mehr Schaden an. Okay. Unterrichte mich im Stabkampf. Arbeiten wir an deiner Konterparade. Wenn du kräftiger zuschlägst, wird dein Gegner länger straucheln und du kannst einen stärkeren Angriff nachsetzen. Okay. Wie viel Stärke habe ich eigentlich? 70. Wie viel Ogerwurzeln habe ich? 13. Theoretisch könnte ich mir die fette Titanenarmbrust gönnen, wenn ich 9 Lernpunkte in Stärke oder so investiere. Ja, nevermind. Wo wollen wir als nächstes hin? Ich glaube, beim Don gibt's was, ne? Gibt es eigentlich noch irgendwelche Stations, wo ich hier auf der ganzen Insel noch nicht war? Eigentlich haben wir jetzt die ganze Insel erkundet, oder? Glaube schon. Im Sumpf? Wir waren noch oben bei Roba. Also wir gucken nochmal im Sumpf nochmal. In dem altbekannten Feld gucken wir. Es wird doch, glaube ich, bald wieder Tag. Das ist gut. In dem hier. Zum Sumpf. Banditenlager, ja. Wo landet man nochmal da? Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Oh Mist, jetzt habe ich den wieder nicht mitgebracht. Mein Licht. Jetzt ist das wieder am Arsch der Welt und das Spiel weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Jetzt ist es nötig. Moin. Wolltest du was? Ich glaube, hier so viel im Sumpf ist auch nicht, oder? Ja, diesen Schädel habe ich noch gar nicht richtig bemerkt. Dem Don generell müssen wir mal reden hier. Gucken auch noch mal bei Fincher und so vorbei. Ganzen Ehrendudes. Lass uns handeln. Wurst. Hau bloß ab, Mann, ehe ich mich vergesse. Ach so, ja, stimmt ja. Das ist zu riskant. Wir haben uns hier ein bisschen mit den Leuten verscherzt. So, wer ist von euch nochmal hier? Clay? Wer ist Clay? Phil! Oh Gott! Ich will ein besserer Dieb werden. Ich Tulli. Hier war ich der will also. Ein besserer Taschendieb werden. Ein geschickter Dieb hat bei seinem Opfer praktisch die freie Auswahl. Auch Leute, die sehr auf ihren Besitz achten, kann man genug ablenken, um sie auszunehmen. Geschickt genug bist du jetzt. Du musst es nur noch wagen. Ich habe genügend eigene. Jetzt darf ich noch mal jeden einzelnen ausrauben. Das machen wir aber noch. Hast du mal einen Stängel? Und wo soll ich den hernehmen? Soll ich ihn mir etwa aus dem Arsch ziehen, oder wie? Verschwinde, du Penner! Frechheit. Das ist zu riskant. Okay, da brauche ich Level 3. Warst du schon mal in dem unteren Gewölbe dieses Tempels? Warst du schon mal in dem unteren Gewölbe dieses Tempels? Wir sind noch nicht sehr tief in die unteren Gänge dieser Anlage vorgedrungen. An einer bestimmten Stelle dort drüben fanden wir so ein merkwürdiges blaues Kraftfeld. Na, mein wir haben es Tempel. Bisher nicht geschafft, es zu überwinden. Ist klar. Euch fehlt der entsprechende Zauberspruch. Siehst du? Da weißt du mehr als ich. Wenn du eine Möglichkeit findest, da unten reinzukommen, dann tu es. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn wir oben nicht von den Monsterhorden da unten überrannt werden, okay?
So, jetzt du da. Hey, hast du mal einen Stängel? Selbst wenn ich einen hätte, würde ich ihn selber wegrauchen, Mann. Was denkst du denn? Ehre. Kann man frei, nö. Dein Schuh ist auf. Ach ja? Ich kann damit aber immer noch zutreten. Und das werde ich auch tun, wenn du mich verarschen willst, kapiert? Ich denke, ich hab's verstanden. Geil. Alter, hier oben war der Keck. Kein Wunder, dass ich den nicht gefunden habe mehr. Stimmt, die alle sind ja seitdem sitzen da oben fest. Seitdem ich das nicht weiter verfolgt habe. Beste Gamebreaker, so. Deine Waren sind viel zu teuer. Ist das so? Dann wirst du dir wohl mehr Gold besorgen müssen, nicht wahr? Du, der Typ da hinten will was von dir. Wer? Wo denn? Ich kann niemanden sehen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du willst mich verarschen. Hab mich wohl geirrt. Ja, läuft. So, mit den Keks, die habe ich alle ausgeräumt. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Bevor wir zum Don gehen, gehen wir nach oben nochmal beim Krautbauern vorbei. Was ist los? Gar nichts. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja, einen kenne ich tatsächlich. Also, der König sitzt auf seiner Burg und führt Krieg gegen die Orks. Läuft. Da kommt sein Berater und Orks? Sagt, welche Orks? König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Den kenne ich schon. Ja, nee, ist klar. Orks, ja moin. Hast du keinen anderen? Es gibt Schätze. Das ist zu riskant. Oh, du bist gut. Hast du von der Ruine im Osten gehört? Du bist also richtig gut, okay. Und überall sind diese Monster. Mit Badezuber läuft. Ey, Kollege, was geht? Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Sieht seltsam aus. So ein Material habe ich noch nie gesehen. Ist aber bestimmt keine schlechte Klinge. Kannst du sonst noch was dazu sagen? Hör mal. Die Jungs hier achten ziemlich darauf, wie ihre Waffe aussieht. Und mit so einem Ding wird hier keiner rumlaufen. Ich habe einfach keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Da musst du dir wohl jemand anders suchen. Ach, voll nice. Deine Waren sind viel zu teuer. Ach ja, das glaube ich nicht. Willst du wissen, was ich glaube? Ich glaube, du bist einfach nur zu arm. Ja, wir verstehen sowieso schon gut die ganze Zeit. Zeig mir deine Ware. Was hast du so? Oh, böser Bastard. Das sieht auch krank aus. Aber jetzt. Wir nehmen uns vielleicht mal eine bessere Armbrust. Eine, die wir zumindest jetzt tragen können. How about? Hier, bitteschön. Ja, besser als nix. Sick. Hallo, Rachel. Das ist zu riskant. Oh, die ist. Die kennt sich aus. Ich will es nicht hören. So, wen haben wir hier? Jäger, hallo, Beppo. Irgendwelche Neuigkeiten? Redest du mit mir? Abgesehen von schmerzenden Füßen habe ich nicht viel zu berichten. Alles ruhig. Ich hoffe, das bleibt so. Cool. Tja, alles ruhig, es bleibt so. Und ich hoffe, du wirst auch nicht bemerkt haben, dass ich dir dein Apfel geklaut habe. Nee, ich habe dir den Apfel geklaut. So. Kann ich Sarah eigentlich bestehen? Meine treue Weggefährtin bestehlen? Oh. Robert! Hey, hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Es ist doch immer das gleiche mit euch Schnorren. Oh. Von mir alles kriegst du nicht. Die verkaufe ich jetzt zurück, Alter. Ich bin so dumm. Ich bin so gut. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Alter, du Junge. Stonks. Ich hab Kraut für einfach dich. Einfach ihm alle Grott geben. Hier ist dein Gold. Heftig. Ich hab Kraut für dich. Das hätte ich vorher machen müssen. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Alter, Rich Schnibber. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Scheiße, wie gut. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Gut gemacht. Ja? Zu geil. Hallo? Lass dich nicht unterkriegen. Okay, gut. Dann ab zum Don, würde ich mal sagen. Ab zu Madonna Mia. Din, 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 din.
Ach, jetzt lerne ich erst fucking Taschendiebstahl. Ganz geil. Du stehst hier falsch. Gerade nicht. Bonjour. Mir geht's gut. Und dir? Jetzt nicht. Oh, wo ist der Don? Don Esteban. Ich glaube, mit dem reden wir dann in der nächsten Folge. How about? Wir müssen ja eh dann in die Ruine. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.